Das große Bürgerforum auf OE24TV. Bürgerinnen und Bürger diskutieren über die größten Aufregerthemen: Vermögensteuer und 32-Stunden-Woche. Brauchen wir mehr linke Politik? Jetzt das große Bürgerforum auf OE24TV. Durch die Sendung führt Denise Eichelburg. Herzlich willkommen beim heutigen Bürgerforum. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind an diesem Sonntagabend. Und schön, dass ich so viele Gäste heute im Studio begrüßen kann. Das freut mich ganz besonders. Es ist ganz offensichtlich ein Thema, über das man gerne diskutiert. Denn unser heutiges Thema ist, wie Sie schon gehört haben, einerseits, wie links soll, darf, muss Politik sein in diesen Zeiten und vor allem die zwei wichtigen Fragen: Vermögensteuer und 32-Stunden-Woche, das sind natürlich Themen, die jetzt auch aktuell und in aller Munde sind durch den neuen SPÖ-Chef Andreas Babler, der ein bisschen einen marxistischen Wind in die Politik in Österreich gebracht hat. Ich begrüße dazu meine Gäste. Ganz herzlich darf ich einmal begrüßen neben mir den Herrn Toni Schenkenmeier, Bauernrebell aus Amstetten. Hallo. Guten Abend. Herzlich willkommen, Herr Lukas Frank, Politaktivist, Redakteur von dem Funken. Hey. Herzlich willkommen, darf ich auch heißen, den Herrn Wirtschaftsexperten Franz Marholt aus Wien. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen auch hier neben mir, Gerald Hörhahn, Investment-Experte, aber besser bekannt in den sozialen Medien als Investment-Punk. Hi Leute! Herzlich willkommen auch Bernd Querfeld, Unternehmer und immer noch Leiter des Café Landmann. Hallo. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen einmal mehr, Fayyad Mullah von der Partei Der Wandel. Danke für die Einladung. Und herzlich willkommen, Thomas Krenn. Auch Sie waren schon mal bei uns aus Graz. Sie sind Prüfwerker und haben den weiten Weg von der Steiermark zu uns gemacht. Herzlich willkommen. Und danke für die Einladung. Ja, fangen wir gleich mal an. Also wir haben darüber gesprochen, der neue Parteichef der SPÖ möchte das Vermögen in Österreich gerechter verteilen, verlangt immer wieder eine Vermögenssteuer. Vielleicht mal ganz kurz, was so Ihre Meinung zu diesem Thema ist. Ich fange mal gleich an mit Ihnen. Sie sind ja jemand, der Geld liebt und sich da gut auskennt. Also, das sind Schnapsideen, aber vielleicht gut beim Haarigen zustande gekommen. Was wird passieren, wenn ich eine Vermögensteuer einführe? Habe ich mal das Problem, wenn ich Betriebe besteuere, mache ich sie kaputt, vor allem wenn die Vermögensteuer relativ hoch ist. Und es führt dazu, dass vermögende Leute schlicht und einfach auswandern. Das heißt halt nicht mehr, dass Deutsche nach Österreich kommen, sondern Österreicher nach Deutschland. Ja, die deutsche Regierung wird sich sehr freuen darüber, vielleicht gehen auch einige nach Italien. Und die 32-Stunden-Woche, ich meine, das kann auch nicht funktionieren, vor allem bei vollem Lohnausgleich, weil wenn die Leute weniger arbeiten, also wenn man das mal an, jeder Kellner kriegt dasselbe, aber arbeitet weniger. Das heißt, irgendwann muss ich die Preise erhöhen, das heißt, ich habe Inflation und gleichzeitig, wir haben jetzt schon Arbeitskräftemangel, das bedeutet, irgendwann gibt es halt entweder weniger Plätze im Kaffeehaus oder es wird früher zugesperrt und dasselbe gilt am Bau, am Flughafen und ähnliches. Wenn man nicht arbeitet, kann man keinen Wohlstand schaffen. Das ist reinste Wohlstandsvernichtung. Okay, also da haben wir ganz klar Kontra zu diesen beiden Themen, Herr Querfeld, weil Sie da schon so indirekt angesprochen wurden. Aber vielleicht mal Ihre Meinung zur 32-Stunden-Woche, weil das würde mich natürlich vor allem interessieren. Ja, da schließe ich mit der Meinung an. Mhm. Ohne Arbeit und ohne Arbeitsleistung und gerade in der Dienstleistung, das ist mein Bereich, wenn wir weniger arbeiten und bei vollem Lohnausgleich wird das nicht ganz funktionieren mit den gleichen Argumenten. Und im Gegenteil, wir haben eigentlich momentan zu wenig arbeitende Menschen. Das hat einen aufgrund der gesellschaftlichen Wandlung, auf den Demografie der Bevölkerung. Und wenn wir weniger arbeiten, dann mag das für die Einzelnen ja okay sein. Auch kann man ja verhandeln mit seinem Arbeitgeber. Teilzeit gibt es ja schon. Der volle Lohnausgleich, das finde ich jetzt sehr bedenklich, weil das muss man sich leisten können und das muss sich auch die Gesellschaft in Summe leisten können. Mhm. Gibt es da schon eine Gegenmeinung zu diesen Positionen? Das habe ich mir gedacht. Bitte, Herr Frank. So viel Topfen hört. Also ich meine, die letzten Jahre machen irgendwie Großkonzerne immer mehr Profite. Es gibt diese Statistik, 5 Milliarden mehr Profite in Summe im ersten Corona-Halbjahr, dafür 5 Milliarden Lohnverlust insgesamt bei der Arbeiterklasse. Man hat irgendwie jahrzehntelang nichts investiert in produktivere
Herstellungsmethoden, in die Ausbildung irgendwie von Leuten. Jetzt beschwert man sich, dass überall die Leute fehlen. Auf der anderen Seite gibt es immense Arbeitszeitverdichtung. Irgendwie was? 10% der Leute in Österreich haben ein Burnout, 20% sind gefährdet. Man muss sich mal den Pflegebereich anschauen. Da sagt irgendwie drei Viertel der Leute, die können da irgendwie nicht mehr lange arbeiten. So. Man muss einfach sagen, so wir als arbeitende Menschen, so, wir brauchen diese 32-Stunden-Woche, sonst gehen wir halt kaputt. So. Und das ist uns eigentlich, sollte uns eigentlich ziemlich egal sein, wie das irgendwie die Großkonzerne mit ihren Profiten regeln wollen. Und wenn sie abwandern wollen, dann muss man sie halt daran hindern und einen politischen Kampf drum führen. Aber darf ich Sie was fragen? Da grätsche ich jetzt hinein. Im Pflegebereich, wie rationalisieren Sie da? Und auch im Dienstleistungsbereich kochen, Schnitzel backen und servieren. Wie tun wir da rationalisieren und wie soll das funktionieren? Gleiche Leistung? Also, was meinen Sie mit rationalisieren? Naja, wenn man weniger arbeitet und gleich produktiv sein will, frage ich Sie bei der Pflege, wie das funktionieren sollte. Okay. Auch in der Küche muss ich sagen, ich schaue mir das an, die Rationalisierungsmöglichkeiten beim Schnitzelbacken und Servieren, den Gastraum und Tellerabfall. Ja, vielleicht haben wir bald Kochen da. Sehe ich so wenig. Ja? Bei einer Maschine, die mehr produziert und ich dazu schaue, bin ich halb bei Ihnen oder ganz bei Ihnen. Aber es gibt viele Bereiche, die sich aber durch Arbeitsstunden abrechnen lassen. Der Supermarkt sperrt auf und wenn er weniger Mitarbeiter hat, weil die Arbeitszeiten reduziert sind, wird er früher zusperren. Ganz konkretes Beispiel, der Sozialbereich in Wien, SWÖ, so, da gab es 2019 Kollektivvertragsabschluss, wo die Arbeitszeit um eine Stunde reduziert worden ist über einen langen Zeitraum. Es ist nicht neues Personal angestellt worden, sondern was passiert ist, dass dieselben Leute dieselbe Arbeit nur in noch kürzerer Zeit machen müssen. Und das ist, was die letzten Jahrzehnte passiert ist. Oh. Dann feiern wir deswegen die Arbeitszeitverkürzung. Ja, ich würde gerne den Herrn Marold jetzt Stellung nehmen lassen, weil Sie sind ja Arbeitsrechtsexperte. Wie sieht das auch rechtlich aus? Haben eigentlich die Menschen Anrecht zu sagen, ich will aber nur mehr 32 Stunden arbeiten? Das kann doch jeder sagen, da kriegt er halt weniger Geld, oder? Frau Eichelburg, Sie haben sich selbst beantwortet, das kann ja jeder sagen. Er muss einen Partner finden, mit dem er halt eine kürzere Arbeitszeit vereinbart. Dann wird es sich ausgehen, wenn er einen Chef findet, mit dem er Teilzeitarbeit vereinbaren kann. Nur sehen wir die Leute, die unter 30 Stunden arbeiten, wohl mehr arbeiten und nicht weniger. Und das ist einmal die eine Seite, ich kann es einzelvertraglich machen. Ein bisschen kommt mir die Diskussion ein bisschen vierschrötig daher, weil man muss schon auf die Branchen achten. Und das ist ja in Ihrem Gespräch auch herausgekommen. Dort, wo ich kein Personal finde, werde ich mir schwer tun mit der Arbeitszeitreduktion, weil dann kann ich nichts anderes tun, als die Dienstleistung reduzieren. Und das ist eben hauptsächlich in der Dienstleistungswirtschaft der Fall. Daher wäre meine These, das ist Aufgabe für die Sozialpartner, sollen sich zusammensetzen. Wenn sie meinen, in bestimmten Branchen geht es, dann werden sie zu einer Einigung kommen. Wenn nicht, dann wird es nicht zu einer Einigung kommen. Was nicht geht, meines Erachtens, ist mit dem Gesetz drüber fahren. Dass man also, wir haben einen Artikel 28 Grundrechtecharta, da steht das Recht auf Kollektivverhandlungen drinnen. Da kann das Gesetzgeber nicht so einfach eingreifen in einzelne Kollektivverträge und sagen, so 32 Stunden sind genug, obwohl im Kollektivvertrag 38,5 oder 40 steht. Also weil Sie gerade die Sozialpartnerschaft erwähnt haben, ich meine, dieses Denken ist irgendwie in den Führungen der Gewerkschaft ziemlich eng verankert, dass man sich denkt, da wir setzen uns hin mit den Großunternehmern und dann springt da was für den raus und da springt so da voll, was für den raus. Ist ja schon falsch, der Großunternehmer ist ja gar nicht kollektivvertragsfähig, das ist ja nur eine Branche. Der einzelne Großunternehmer kann kein Kollektivvertrag abschließen. Dann verhandelt halt ein Vertreter. Das ist in Deutschland. Und vielleicht darf ich auch noch etwas einführen. Das, was Sie angesprochen haben, wollen Sie mich mal ausreden lassen? Die Großkonzerne, ja, da muss nach Amerika gehen und die Steuern eintreiben, weil die zählen nicht allzu viel Steuern hier. Nach Dublin oder nach Luxemburg, ja, dort kannst du hingehen. Aber glaub, das betrifft Österreich sowieso nicht. Die haben nur hier die Jobs. Die Taktik der Sozialpartnerschaft hat in den letzten Jahren immer Lohnerhöhungen unter der Inflation irgendwie gebracht. So. Es hat irgendwie immer Kuhhandel bei den Rahmenbedingungen gebracht. Und man merkt so, wenn man irgendwie mit den Leuten redet. Wie gesagt, letztens gab es eine AK-Studie. Ein Drittel aller Leute glaubt nicht, dass sie ihren derzeitigen Job bis zur Pension durchhalten können. So. Das kann so nicht weitergehen. Und es hilft uns nichts zu sagen, na ja, dann können die Unternehmer leider nichts geben, ganz kurz. Ja. Und dann können wir leider nichts machen. So. Sondern muss man sagen, so, ihr habt genug Profite gemacht und wir müssen irgendwie dafür kämpfen, weil andernfalls wären wir halt verbrannt. Das zwei Drittel schaffen es. Das ist doch beachtlich. Okay. Bitte, ich würde doch auch gern den Herrn Krenn zu Wort kommen lassen und dann den Herrn Müller.
Und dann Sie auch, weil er muss da noch früher weg, Herr Krenn. Wie sehen das Sie? Sie sind Prüfwerker, Sie haben mit Fahrzeugen zu tun. Da kommen auch viele Stunden zusammen, oft Überstunden. Können Sie sich das vorstellen, dass man da zum Beispiel 32 Stunden arbeitet nur? Das hört sich sehr schön an, ja. Und wirklich funktionieren wird das natürlich nicht. Fakt ist, wir haben ja schon darüber geredet, wie willst du das finanzieren? Dann haben wir natürlich die Frage, Pflege, Polizei, Bau, das wird sich alles so nicht vereinbaren lassen, wenn du mit 32 Stunden um die Wochen komm, um die Ecken kommst. Da wäre es doch besser, und ich persönlich kenne auch niemanden, der sagt, ich muss so viel arbeiten, ich kann das nicht mehr. Die Leute jammern, ich habe kein Geld. Und dann muss ich halt einmal die Steuern senken, einkommensteuertechnisch oder sonst irgendwas. Und dann werden die Leute wieder an den Bau kommen zum Arbeiten. Und dann wird sowas auch nicht rausgekommen. Dann werden auch die Studien wieder besser werden. Von wegen, dann werden es nur mehr 10% sein, die das nicht mehr schaffen. Und der Rest wird das durchaus schaffen. Da geht es de facto nicht um, ich kann nicht so viel arbeiten, sondern ich mag nicht arbeiten für das Geld. Und man braucht ja nur schauen, es gibt durchaus Branchen, da gehen die Leute für 12, 13, 14, 1500 Euro arbeiten. Wie soll man sich dort Leben leisten können, wenn eine Wohnung schon mal 900 bis 1000 Euro kostet? Mhm. Das ist nicht machbar. Und da gehört einmal klar jetzt angesetzt und gesagt, okay, wir müssen unser System ändern. Das ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das System muss sich ändern. Aber die Frage ist, wie? Und die 32-Stunden-Wochen, die der Herr Babler vorschlägt, das ist reine Träumerei. Es tut mir leid. Sie sagen, es ist Träumerei. Absolut. Der Herr Müller, wie sehen Sie das? Also prinzipiell waren wir beim Thema Vermögensteuer ganz am Anfang und deshalb schon. Na, bleiben wir jetzt gleich, glaube ich, bei der 32-Stunden-Woche und kommen dann zur Vermögensteuer. Da ist wirklich einiges am Blödsinn zahlt worden, weil Unternehmen zahlen natürlich keine Vermögensteuer. Das ist ja vollkommen absurd, das zahlen Personen. Und Nummer zwei, wenn das stimmen würde, was Sie sagen, wie würde es denn sein, dass in Amerika die meisten Milliardäre, die meisten Millionäre leben? Und dort gibt es übrigens auch eine Exit-Tax. Wenn Leute dann abhauen wollen mit ihrem Reichtum, dann zahlt man Exit-Tax. Bei der Arbeitszeitverkürzung, man muss sich doch wirklich fragen, wie sind wir denn dahergekommen, wo wir jetzt sind? Bei der 40-Stunden-Woche, die hat es ja auch nicht immer gegeben. Wir haben in Österreich auch mal eine 60-Stunden-Woche gehabt. Wir haben eine 48-Stunden-Woche gehabt. Und wir sind dann irgendwann mal vor 50 Jahren zu der 40-Stunden-Woche gekommen. Und jedes Mal hat sie das als Erfolgsmodell für die Menschen, als auch für die Unternehmerin und die gesamte Gesellschaft und den Staat bewahrheitet. Natürlich, denn unsere Produktivität steigt. In allen Bereichen, und das hat heute, ist gerade nämlich auch eine Studie herausgekommen vom WIFO, alles andere als eine linke Organisation, die auch klar festgestellt hat, da gibt es sehr, sehr überschaubare, überhaupt negative Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und ganz im Gegenteil gibt es sehr, sehr viele positive in Form von weiteren Produktivitätssteigerungen. Und vor allem im Bereich der Dienstleistungen ist nämlich dort explizit erwähnt worden, dass dort die Veränderungen, die negativen Veränderungen am allergeringsten sind. Festzuhalten ist auf jeden Fall, wir haben uns das erarbeitet und es gibt einfach kein Recht, dass uns das seit 50 Jahren schon vorenthalten wird. Und es hat sich immer als Erfolgsmodell bewahrheitet. Niemand würde mir vielleicht außer der ÖVP für die 60-Stunden-Woche argumentieren. Und jedes Mal, wenn wir die Arbeitszeit reduziert haben, war das, weil wir es uns erarbeitet haben und es hat sich dann als Erfolg für die gesamte Gesellschaft bewahrheitet. Mhm. Darf ich da kurz einhaken? Ja. An die Arbeitszeitverkürzung von 45 auf 40. Die ging durch Kollektivverträge. Ein Kollektivvertrag nach dem anderen hat die Arbeitszeit gesenkt, war ein Ergebnis der Sozialpartnerschaft. Erst als es fast flächendeckend war, hat die Regierung Kreisky die 40-Stunden-Woche durch Gesetz eingeführt. Das ist der Weg, mit dem man mit Arbeitszeitverkürzungen umgehen sollte. Ich muss mir die Produktivität einer Branche anschauen. Ich muss mir anschauen, wie in der Branche Personal vorhanden ist, weil im Gegenwärtig können wir ja nicht sagen, dass jede ausfallende Stunde substituierbar ist, sondern die Arbeitsleistung ist dann schlicht weg, weil ich kein Personal finde. Das kann auch in unterschiedlichen Branchen unterschiedlich sein. Und wenn man so schrittweise vorgeht, ist man in der besten österreichischen Tradition und auch noch rechtskonform mit Artikel 28 Grundrechte. Dann verstehen wir uns gut. Natürlich, die kollektivvertraglichen Verhandlungen sind extrem wichtig. Aber natürlich muss der Gesetzgeber auch mal bei einem Zeitpunkt, wenn dort gar nichts mehr passiert, kann er auch mal einen Schritt nach vorne machen und sagen, nach 50 Jahren ohne Arbeitszeitverkürzung gehen wir einen Schritt voran. Stimmt nicht ganz. Die einzige gesetzliche Arbeitszeitverkürzung hat 1975 stattgefunden, die letzte. Das sind jetzt 50 Jahre. Ja, aber genau, die großen Kollektivverträge sind alle herunter. Genau, die gesetzliche Arbeitszeit sind 40 Stunden, seit 48 Jahren genauso. Aber sonst bin ich eh bei Ihnen. Kollektivvertragsverhandlungen auf jeden Fall.
Ja, wenn man das so sieht, ist es schon recht lange eigentlich, dass wir da die 40 Stunden haben. Das ist unfassbar lang. Ich möchte gerne bitte den Herrn Schenkermeier noch was sagen lassen, weil er hat noch nichts gesagt und er ist Landwirt und Getränkeproduzent. Der hat jetzt auch noch einmal etwas Interessantes einzuweisen. Also bitte. Im Prinzip die 32-Stunden-Woche ist, wie Sie schon gesagt haben, es wäre natürlich eine nette Sache, aber lässt sich absolut nicht einbürgern. Schon mal aus einfachen Gründen, weil wir in der österreichischen Wirtschaft, im Prinzip ist es weltweit so, dass wir immer noch eine wirtschaftliche Gruppierung haben, die länger wie 32 Stunden arbeitet, beziehungsweise länger wie 40 Stunden arbeitet. Ich bin Landwirt und unter 100 Stunden in der Woche läuft gar nichts. Also du bist auf 24 Stunden Bereitschaft und wie Sie gesagt haben, 32 Stunden arbeiten, mehr geht nicht. Wir werden kaputt. Ich glaube, Sie haben in Ihrem Leben noch nie richtig gearbeitet. Zeigen Sie mir Ihre Handflächen und ich zeige Ihnen, wie viel Sie gearbeitet haben. Also das ist einmal ein grober Unterschied zwischen Arbeit und nur von Arbeit reden. Also das sind zwei Paar Schuhe, also dass wir mal davon anfangen. Und eine 32-Stunden-Woche einzubürgern, was das für einen Gewerbetreibenden heißt, das ist natürlich mehrschneidig. Die Kleinen bringst du damit um, alle KMU-Betriebe sind natürlich jetzt einmal in dieser Verfassung, wo man sagen muss, wie wird das überhaupt strukturiert? Wie schauen die Strukturen aus für eine 32-Stunden-Woche, wenn man jetzt sagt, 32 Stunden bei gleicher Bezahlung? Es hat sich alles dementsprechend gedreht. Jeder hat seine Ausgaben, jeder muss dementsprechend seinen Verdienst, den er hat, auf das aufteilen, was er in Haus, Hof bzw. Auto, alles, was er so an Anlagen geschaffen hat, was er zum Leben braucht, Nahrungsmittel, Kinder, Familie. Und wenn man jetzt sagt, 32 Stunden ist gut, ja, wir bürgern das ein, aber dafür streichen wir da einen Haufen von deinem Verdienst aber, dann wird sich natürlich der Arbeitnehmer wieder dementsprechend aufregen. Es wird sich das natürlich für den Arbeitnehmer nicht ergehen. Die einzige richtige Frage wäre eine 4-Tage-Woche und die Stundenleistung so anpassen, dass wir die 40 Stunden ganz normal weiterfahren mit den 38,5 Stunden, aber auf 4 Tage. Dann habt ihr das, was ihr wollt. Ihr habt 3 Tage in der Woche frei, was wir nicht haben. Wir arbeiten immer noch 7 Tage in der Woche. Da regt sich auch keiner auf, dass wir so viel tun. Und wenn wir so in dieser sozialen Ader sind, dass wir diese 32 Stunden zum Wohlwollen dieser Sozialität eigentlich wollen, dann müssen wir zuerst einmal anfangen bei denen, wo wir alle noch hinten. Und ich glaube, wenn wir diesen Bereich einmal geschaffen haben, wo wir, wie gesagt, weit von 60 Stunden entfernt sind, wo wir diesen Bereich einmal geschaffen haben, dann können wir über eine weitere Verkürzung, glaube ich, mit debattieren und diskutieren. Also das, was der Herr Babler da reingeschmissen hat in den Raum, das ist eine reine Wählerfängerei und mehr ist es nicht. Populismus. Ja, also das war jetzt anständig, glaube ich. Herr Querfeld, Sie wollten da noch was sagen? Also in meinem Leben und mehr als 40 Jahre, und vielleicht noch schon, hat der Tag 24 Stunden, das hat sich nicht verändert. Genau. Davon auszugehen, zu sagen, am Tag kann ich nicht so viel arbeiten, weil der Tag hat sich irgendwie geändert, weiß ich nicht. Was ist jetzt so ein Blödsinn um? Nein, mit Blödsinn ist schwierig. Die Frage, das Recht nach weniger Arbeit, weil sich irgendwas verändert hat, muss man sagen, Produktivität kann sich ändern, das haben wir schon besprochen. In manchen Teilen in der Dienstleistung oder in der Pflege, werde ich jetzt ja, verändert sich die Produktivität kaum. Im Gegenteil. Ich würde es gerade in die andere Richtung sehen. Und die Frage ist, hat sich der Tag verändert, um ein Recht zu haben, weniger zu arbeiten? Ich habe eine interessante Zahl, die mir da ein bisschen im Magen liegt. Und das wäre eine ganz andere Forderung. Das ist nach mehr Urlaub zum Beispiel. Das wollen wir vielleicht parallel diskutieren. Also eine Stunde in der Woche weniger arbeiten sind 52 Stunden weniger im Jahr. Und das sind stolze 10 Arbeitstage. Und 8 Stunden von einer 40-Stunden-Woche auf 32 hinunter weniger arbeiten, sind ungefähr 2,5 Monate weniger arbeiten, also 2,5 Monate mehr Urlaub zu den 5 Wochen Urlaub, die schon sind. Plus den ungefähr 14 durchschnittlichen Krankenstandstagen, alle voll bezahlt. Jede Stunde, die weniger ist, und das ist erschreckend, jede Stunde pro Woche weniger sind am Ende des Jahres circa 10 Urlaubstage. No, diskutieren wir es mal von Urlaubstagen runter. Kein Mensch würde sagen, so nebenbei, die Produktivität ist so gestiegen, dass wir 2,5 Monate mehr Urlaub geben können, zusätzlich zu den 5 Wochen, die wir eh schon haben. Sie auch nicht wahrscheinlich. Und deswegen würde ich aufpassen, na, rechnen Sie es durch. Das ist ganz einfach. Also 2,5 Monate Urlaub mehr fordern, machen nicht mal Sie. Und würde ich machen. Schon. Keine schon. Vielleicht brauchen wir jetzt noch mal Leute, die den ganzen Tag chillen. Und dann haben wir dafür keinen Wohlstand mehr, alle verarmen. Ja, gleichzeitig kommen wir gleich drüber. Aber diese Forderung von kleine Dinge, die scheinbar klein sind, von 40 auf 39 herunter, ist die Forderung von 10 Urlaubstagen. Ja.
Das ist spannend. Das muss man sich mal so anschauen und sagen, was fordern wir eigentlich? Wenn Sie sagen, ich fordere 2,5 Monate mehr Urlaub zusätzlich zu den 5 Wochen, also insgesamt 3,5 Monate, dann sind wir bei der 32-Stunden-Woche in meiner Branche. Also würden meine Service-Mitarbeiter, die freuen sich alle, und die Frage nach Studien und Umfragen, und dann beende ich meinen Vortrag, wenn ich als Vortragender, als Lehrer in eine Klasse gehe und sage, wollt ihr heute frei haben in der Schule und ich schreibe euch ins Zeugnis einen Einser, also in die Testergebnisse einen Einser hinein, ja, unglaublicherweise 75% der Schülerinnen aller Altersklassen und Berufsbildungen werden sagen, na, dann gehe ich halt frei, wenn es unbedingt sein muss. Wenn ich einen Arbeiter frage, ob er weniger arbeiten möchte und mehr Geld kriegt oder gleich viel Geld bekommt für weniger Arbeit, dann würde er sagen, na, das muss ich mir lang überlegen. Wenn ich einen Unternehmer frage, wollen Sie weniger arbeiten und mehr Geld bekommen, der wird auch lang überlegen. Deswegen sind die Studien, ich habe Arbeiter gefragt und sie sagen alle, sie wollen weniger arbeiten und fühlen sich dabei wohler, würde ich aus der Blickrichtung des Arbeiters, und ich arbeite auch viel und habe auch schon wirklich viel gearbeitet und meine Hände zeigen es vielleicht auch, also da würde ich sagen, ja, die Umfragen sind nett, aber ganz ehrlich, aussagekräftig sind sie. Also da habe ich das Ergebnis bekommen, das ich möchte, was ich nachfrage. Ja. Mhm. Gut, Herr Frank, ganz kurz, weil Sie da angesprochen wurden. Erst einmal Entschuldigung, was soll das heißen? Zeigen Sie Ihre Hände her, ob Sie arbeiten. Würden Sie das jetzt zu den tausenden Lehrern, die heute am Donnerstag auf der Demo waren, weil die Arbeitsbedingungen wirklich grottenschlecht sind in den Schulen, würden Sie das irgendwie auch fragen? Die haben wahrscheinlich auch nicht mehr Blessuren als der durchschnittliche Büroarbeiter. Also, Entschuldigung. Gebe ich Ihnen dementsprechend recht. Okay, aber ich will eigentlich mal was zu dieser Produktivitätsfrage sagen, weil sie immer so hergenommen wird. Keine Ahnung, in den 70ern gab es hohe Produktivitätssteigerungen. Die sind getragen worden dadurch, dass Konzerne tatsächlich investiert haben in den Ausbau der Produktion. Seit 2008 sind diese Investitionsraten immens zurückgegangen. So. Und das bisschen Produktivitätssteigerung, was man noch hat, ist halt durch die Arbeitsverdichtung gekommen. Dass man die Leute härter arbeiten lässt, dass sie mehr machen in derselben Zeit. So. Und das ist irgendwie auch der Grund, warum wir diese Burnout-Raten haben, warum wir die Mental-Health-Krise haben, weil die Leute wirklich verbraten werden. Und zur Konklusion zu kommen. Das heißt natürlich, die Großkonzerne werden sagen, puh, das können wir uns aber nicht leisten. So. Aber wir als arbeitende Menschen müssen sagen, ja, wir können es uns aber auch nicht leisten, weiterhin so verbraten zu werden. Also fairerweise, darf ich mal kurz was sagen. Vor 10 oder 20 Jahren, wenn die Leute noch mehr gearbeitet haben, oder vor 40 Jahren hat auch nicht jeder Burnout gekriegt, sondern es ist einfach nur eine Wohlstandsverwahrlosung, die am Ende dazu führen wird, dass wir einfach alle nichts mehr haben werden. Und dass die Produktivität nicht gestiegen ist, liegt vor allem jetzt auch an einem Thema, was jetzt die ESG-Regeln, das ganze Environmental-Thema. Das ist seit 2008. Nein, das, was gewünscht ist. Das Thema gibt es seit 5 Jahren. Dann viel mehr bürokratische Regeln und so weiter. Dadurch wird die Produktivität nicht auch reduziert. Wenn ich hier lockerer bin und den ganzen bürokratischen Bullshit wieder weggebe, dann kann ich auch mehr Produktivität schaffen. Aber da ist der Staat gefragt. Und ja, das Klimathema ist vielleicht etwas, wie gesagt, das wird sehr viele Ressourcen kosten in der gesamten Wirtschaft. Ob es überhaupt technisch durchführbar ist, weil wir keinen Strom mehr haben, für die ganzen Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge wird mal dahingestellt. Aber vielleicht ist es auch das Ziel, dass alle nichts mehr haben, den ganzen Tag chillen und sagen, ja, jetzt habe ich nur mehr Burnout, kein Burnout. Nur ein paar Hamsterräder aufstellen und Politiker laufen lassen. Ne? Aber ich glaube, das wäre die beste Möglichkeit. Ich möchte jetzt was Freundliches sagen, ja, weil ich habe jetzt zum fünften Mal den Konzern gehört, der Großkonzern, der vielleicht in welcher Branche der Großkonzern, der angesprochen ist. Und wenn ich die unternehmerische Struktur in Österreich sehe, muss ich sagen, es gibt in Österreich gar nicht so viele Großkonzerne, über die wir da herziehen können, sondern wir sind eigentlich von kleinen Mittelbetrieben geprägt, über die wir da jetzt nonchalant drüber schauen, weil wir reden von Großkonzernen, die irgendwas gemacht haben. Welche Branche? Und vielleicht sagen sie uns auch einen Namen. Da würde ich jetzt gerne auch den Herrn Marold noch mal dazu was sagen lassen. Ich wollte zuerst was anderes sagen, nämlich zur Korrelation zwischen Burnout und Lebensführung. Wir haben höhere Scheidungsraten, wir haben höhere Zahlen von Alleinerziehern, der Stress im Privatleben nimmt enorm zu. Es ist nicht nur die Arbeit, die zum Burnout führt, sondern es ist zu einem Gutteil unserer Lebensführung. Und so, das höre ich auch in hunderterlei Diskussionen, die Konzerne, das Großkapital, wir haben in Europa Kapitalverkehrsfreiheit, weil sie es auch so in einem Nebensatz angedeutet hat. Ich kann das flüchtige Kapital nicht bestrafen. Das ist rechtswidrig.
Wir haben Kapitalsverkehrsfreiheit. Und Recht kann man ändern. Kann man nicht. Natürlich kann man Recht ändern. Wir müssen das Europarecht ändern. Aber dafür sind wir ja da. Für Glück. Grundfreiheit. Österreichisches Recht ändert. Ne? Gut. Und auch das kann man ändern. Auch eine gute Idee. Aber nach derzeitigem Stand, und ich würde vermuten auf 20, 30 Jahren, geht das nicht. Also wir können nicht flüchtendes Kapital, das in Europa abwandert, können wir nicht besteuern, abschöpfen oder sonst irgendwas tun. Das wollte ich eigentlich sagen. Und dann dieser Mythos von den Großkonzernen. Unsere Großkonzerne sind in Deutschland Mittelbetriebe. Und die Großkonzerne, die wir haben eine staatliche Beteiligung, sind teilweise ja Staatsbetriebe. Richtig. Das heißt, das ist eine linke Tasche, rechte Tasche. Ja. Herr Krein, vielleicht, wenn Sie noch was dazu sagen möchten. Ja, die Vermögensteuer, das ist halt auch so ein Thema, ja, das wir da heute diskutieren, ist auch so eine Sache, weil, sagen wir Sie mal ehrlich, wir sind so dermaßen überbürokratisiert, dass wir einmal definitiv durchsparen können. Da brauche ich nicht für den Staat mehr Geld oder sonst irgendwas, sondern es reicht einfach einmal, wenn wir schauen, was haben wir Einnahmen, wo können wir die Ausgaben reduzieren. Und da gäbe es sicher einige Punkte, wo man den Rotstift ansetzen kann und einmal definitiv sparen könnte. Dazu kommt dann halt auch noch, wenn wir eben über die Vermögenssteuer sprechen, erstens einmal Kapitalflucht ist sicher ein Thema. Wir führen jetzt eine neue Steuer ein und dann in 2 Jahren bleibt es wieder auf dem einfachen, normalen Bürger, der sein Haus vom Mund angespart hat, der darf das dann wieder zahlen. Weil der kommt dann, wenn er was erbt von seinen Eltern, über die Million und darf dann zahlen. Und dann ist das eigentlich das Thema, wo wir schon wieder fertig sind. Weil am Ende die Leute, die das Geld auf die Seiten schaffen können, die werden es auf die Seiten schaffen und die das da sie was schaffen, die kennen das eben nicht und werden dann natürlich das zahlen müssen. Und am Ende ist es wieder der einfache Bürger, der da zur Kasse gebeten wird. Punkt. Weil wenn ich so einen größeren Bauernhof habe oder sonst irgendwas, da bin ich gleich mal bei der Million. Luca. Ja, da reden wir gleich weiter, weil der Herr Müller möchte natürlich auch zu der Vermögenssteuer schon was sagen. Der ist ja nur kurz ein zum anderen Thema. Also in den letzten 40 Jahren. Na, und davor machen wir aber eine kurze Pause und bleiben Sie unbedingt dran. Das große Bürgerforum auf OI24TV. Bürgerinnen und Bürger diskutieren über die größten Aufregerthema. Vermögenssteuer und 32-Stunden-Woche. Brauchen wir mehr linke Politik? Jetzt. Das große Bürgerforum auf OI24TV. Durch die Sendung führt Denise Eichelburg. Herzlich willkommen zurück beim Bürgerforum. In der Pause wurde hier auch schon fleißig weiter diskutiert. Da möchten wir auch gleich anschließen an das letzte Thema. Denn der Herr Krein hat schon die Vermögensteuer angesprochen. Das zweite heiße Eisen, das wir hier heute anfassen, findet diese Idee nicht gut. Aber der Herr Müller hat sicherlich ein Argument dafür. Auf jeden Fall. Ich möchte trotzdem nur einen Satz, weil es das Thema gerade war, zur Arbeitszeitverkürzung sagen. Wir haben in den letzten 40 Jahren eine Produktivitätssteigerung von 71% gehabt und die Arbeitszeit ist um 0 Stunden reduziert worden. Und ich verstehe wirklich nicht ganz, warum wir so viel darüber diskutieren, weil das ist ein Erfolgsmodell, ein bewährtes Erfolgsmodell in Österreich, haben wir Jahrzehnte gemacht und hat super gut funktioniert, zum Wohle von allen. Und es hat einen riesigen Versuch jetzt gegeben, in Großbritannien, genauso wie in Island. Und da haben nicht nur alle, praktisch alle Unternehmen gesagt, sie wollen das beibehalten, auch alle Mitarbeiterinnen. Und in dem Zeitraum bei dem Unternehmen ist der Gewinn, also von den Unternehmen, um 35% gestiegen. Also ich verstehe nicht, warum man so über so ein Win-Win-Projekt für alle Leute so diskutiert. Sie sprechen jetzt über ein Modell mit der 32-Stunden-Woche. Genau, das war ist jetzt nicht ganz bei dem Versuch in Großbritannien war das die 32-Stunden-Woche bei vollen Lohnsleistungen. So und freiwillig ist eine ganz andere Diskussion, darum geht es überhaupt gar nicht. Aber zur Vermögensteuer, auf jeden Fall brauchen wir das. Und warum brauchen wir das? Weil wir in den letzten Jahrzehnten von wirklich reinst neoliberaler Politik, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa und im Endeffekt der gesamten Welt, ein System geschaffen haben, wo die Menschen, die arbeiten gehen, die Angestellten, die Arbeiterinnen und natürlich auch viele Selbstständige und kleine Selbstständige vor allem, dass die nicht den Mehrwert aus den Gewinnen, die sie erarbeitet haben, erhalten haben. Der ist zu einem ganz, ganz kleinen Teil von der Bevölkerung, das sind die reichsten 5%, aber wenn wir uns ehrlich sind, ist das das reichste 1% oder das reichste 0,1% gewandert. Wir haben Milliardäre auf der Welt, was einfach ein Grund ist, also es ist Gesellschafts- und Staatsversagen. Niemand kann so viel leisten, dass er Milliarden, dass er hunderte Milliarden wie irgendwelche Musks oder Bezos erarbeitet, genauso wie ein Mateschitz, das ist nicht möglich. Das ist immer die Leistung von Tausenden, Zehntausenden Menschen und aber auch gesamten Gesellschaften, die das ermöglichen.
Und dass diese Gewinne über die letzten Jahrzehnte nur ganz, ganz wenigen Menschen zugute gekommen sind, deswegen brauchen wir Vermögensteuer. Diese Unrechtmäßigkeit müssen wir korrigieren. Deswegen brauchen wir Vermögensteuer. Nein, deswegen brauchen wir ganz was anderes. Wir brauchen keine Vermögensteuer, sondern die Möglichkeit, dass sich Mitarbeiter einfach unbürokratisch und steuereffizient am Unternehmen beteiligen können. Dann partizipieren sie mit und dann wird Wohlstand geschaffen und nicht Wohlstand vernichtet. Ja, wo gibt es das schon? Weil Frank Stronach war ja auch ein Befürworter dieser sogenannten Mitarbeiterbeteiligung. In den USA gibt es das und dort funktioniert das perfekt. Ja. Also dort gibt es tatsächlich viele Mitarbeiter substanzielle Anteile im Unternehmen und wenn das Unternehmen erfolgreich ist, werden dann auch tatsächlich Millionäre, gibt es genügend. Im Silicon Valley. Das trifft in Amerika auch einen ganz, ganz kleinen Teil von den Unternehmen und die dort auch nicht den fairen Anteil bekommen. Aber prinzipiell bin ich ganz bei Ihnen. Neben einer Vermögensteuer braucht man natürlich auch Mitarbeiterinnenbeteiligung, ganz klar. Aber im Prinzip, das mit der USA stimmt nicht. In der USA gibt es riesengroße staatliche Subventionsprogramme, wo teilweise bis zu 50% der Produktionskosten mit staatlichen Geldern, das heißt Geldern irgendwie der arbeitenden Menschen, die irgendwie einzahlen, finanziert werden, wenn ein Unternehmer das irgendwie herstellen will, weil er irgendwie selber nicht seinen Profit dafür verwenden will, die Produktion auszubauen. So, da ist nicht freie Marktwirtschaft, da wird ordentlich Staatsgeld eingepumpt. Ich habe eine Frage an Sie, weil der Herr Macher schon treffend bemerkt hat, wenn die 32-Stunden-Woche so effizient und so gut ist für alle Unternehmer, warum macht es niemand freiwillig? Warum ist der ganze Trend international in die entgegengesetzte Richtung? Warum müssen in Großbritannien irgendwie Hunderttausende streiken für eine 4% Lohnerhöhung? Also für ein einzelnes Unternehmen ist das natürlich in dem Umfeld, in diesem wettbewerbsgetriebenen Umfeld, das wir jetzt haben, schwer bis oft absolut unmöglich, das zu tun. Und deswegen ist es natürlich halt eben wichtig, dass wir das als Gesellschaft kollektivvertraglich und auch gesetzlich halt eben machen. Aber wenn das für alle Unternehmen steigern kann, dann mache ich das auch. Genau, und es machen jetzt auch einzelne Unternehmen, wie zum Beispiel Microsoft hat das in Japan gemacht, die 4-Tage-Woche bei 32 Stunden. In der Zeit ist der Gewinn auch von Microsoft gestiegen um 40% und sie behalten das Modell auch bei. Also es ist immer auch ein großer Schritt, dass man sich das traut natürlich zu machen. Herr Müller, zur näheren Erklärung. Also es geht hier um ein Modell 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Also man verdient so viel wie bei 40 Stunden, arbeitet aber nur 32 und Stunden. Jetzt gibt es aber auch noch ein Phänomen, wo viele Menschen ohnehin auf 32 Stunden wechseln und sagen, der eine Tag mehr, da verdiene ich so viel weniger aufgrund der Steuern, dass ich eigentlich mehr davon habe, wenn ich den einen Tag frei habe und dann ein bisschen weniger verdiene. Warum ist das so, Herr Mahold? Ja, wir haben es für die kalte Progression abgeschafft. Wir haben noch immer ziemlich steil ansteigende Besteuerungskurven. Und da kann es sich dann schon lohnen, zumindest auf die Stunde umgelegt, wenn man den Stundenlohn denkt, dass ich durch eine geringere Arbeitsintensität ein relativ höheres Einkommen bezogen auf die Stunde lukrieren kann. Das ist durchaus denkmöglich. Und dann ist das halt eine Frage der Balance. Aber auch das spricht dafür, dass man das individuell macht. Das wird auch unterschiedliche Lebenssituationen betreffen, von unterschiedlichen Personen, die ein Interesse daran haben. Das wird wahrscheinlich nicht bei den Häuselbauern sein, kann ich mir schlecht vorstellen. Aber das kann möglicherweise dort sein, wo man Eltern pflegen muss, beispielsweise, damit man Zeit dafür hat. Oder wenn man überhaupt völlig frei ist von allen Bindungen, ein Tag weniger, wenn ich mir dann nachrechne, dann ist das ein Monat Urlaub, oder dann geht es die Weltreise aus. Ne? Für vielleicht 55, 60-Jährige, die weder gegenüber den Eltern noch gegenüber den Kindern Verpflichtungen aber haben. Fairerweise im Moment. Aber das ist ein Plädoyer für eine individuelle Lösung. Der Herr Babler will ja sogar die Arbeitszeiten wieder nicht mehr flexibel gestalten, sondern fix und alles Mögliche. In Wirklichkeit, ja, in der heutigen Welt, seit Corona, ist das so und so alles Augenauswischerei. Die meisten Leute haben Homeoffice bei vielen Firmen. Ohne dem geht es auch nicht, dass man gute Leute bekommt. Natürlich geht das nicht in der Gastronomie, in der Landwirtschaft. Da muss trotzdem noch jemand. Schau mal, wann es anders gegangen. Aber in vielen Branchen ist das so, fairerweise. Und gerade in Mangelbranchen kann man es nicht anders machen. Und da vermischt sich so und so Arbeit und Familie und Freizeit. Weil eben das heute so ist. Und seit Corona wird man die Sache auch nicht mehr zurückdrehen können. Und für viele ist das auch eine gute Sache. Wir haben viele Eltern mit Kindern bei uns in der Firma, ja, wir haben insgesamt 18 Kinder bei uns in der Firma, also mehr als Mitarbeiter. Und das bedeutet beispielhaft, dass natürlich, wenn jetzt das Kind krank ist, was kann man von zu Hause weiter noch am Abend arbeiten? Das wäre aber nach dem neuen Modell nicht mehr möglich. Das ist einfach nur unflexibel, bürokratisch bis zum geht nicht mehr. Genauso wie die Arbeiterkammer sagt, ich lehne Mitarbeiterbeteiligungen in der neuen Form, wie sie vorgeschlagen wird. Mein Anwalt verhandelt das gerade entsprechend ab.
Aber das stimmt ja auch natürlich nicht. Auch jetzt haben wir halt eben eine gesetzliche Arbeitszeit von 40 Stunden, manchen Branchen dann weniger. Das heißt ja natürlich nicht, dass man nach 40 Stunden sofort die Firma verlassen muss. Also das stimmt natürlich nicht. Und das wäre bei der 32-Stunden-Woche natürlich genau das Gleiche. Aber vielleicht, Herr Mault, kann man sich vorstellen, dass man für gewisse Branchen sowas einführt, weil gerade in der Pflege zum Beispiel, da sind die Menschen extrem belastet, also die, oder auch in das Krankenhauspersonal. Jetzt wollen die Ärzte sogar streiken. Aber das ist nicht belastet wegen 40 Stunden, sondern weil sie schon mehr arbeiten als die 40 ja, Stunden. Ja, genau. Weil es einfach schon keine Leute gibt. Wo wüssten die Leute hernehmen für Aber das wäre doch eine Methode, um Leute auch in die Pflege zu kriegen und sagen, ihr arbeitet hier 32 Stunden für einen 40-Stunden-Lohn, dann würde man wahrscheinlich mehr Leute bekommen, oder? Dann steigen die Pflegekosten enorm, das zahlen alles die Steuerzahler, haben wir wieder eine höhere Staatsquote. Das ist ganz klar. Also natürlich individuell und für die einzelne Pflegeeinrichtung ist das eine gute Sache. Wenn Leute viel verdienen, wollen wir gern viel verdienen und vielleicht tendenziell weniger arbeiten. Und dort springt es in die Augen, dass wirklich eine erhebliche Belastung da ist und das schreit nach Entlastung. Das bin ich mir schon bewusst. Aber wie gesagt, Branchenlösungen. Und dann kann ich nämlich auch was vom Eis holen, wenn ich mich schon auf die Idee einlasse. Weil 40 auf 32 runter und 32 ist Normalarbeitszeit, heißt von der 32. bis zur 40. Stunde, wenn ich denn tatsächlich weiterarbeite, 50% Lohnzuschlag. Da müssen wir über einen Überstundenzuschlag auch reden. Oder ich muss auch darüber reden können, was ewig auf dem Eis liegt in der Industrie, dass ich Arbeitszeitmodelle flexibilisiere, Bandbreitenmodelle. Wenn ich von 40, jetzt sage ich mal, auf 38,5, auf 37,5 in der Industrie runtergehe, dann ist das ja die ideale Verhandlungssituation für Kollektivvertragsverhandler, weil da kann ich dem einen was geben und der andere gewinnt über die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Dann rechnen wir über 2 Jahre durch die Arbeitszeit. Dann kann ich tatsächlich einen höheren Spielraum gewinnen. Also glaubst du, aber wenn das, das ist blockiert auch schon seit 15, 20 Jahren. Wenn das so schrittweise passiert, hat das dann eher eine Chance durchzukommen, so ein Modell, wie sich das der Babler vorstellt? Ja, aber wir haben gesehen, in den 70er Jahren hatten wir 43 Stunden, 1972 dann 42 Stunden. Also das ist ja auch schrittweise gegangen und nicht von einmal auf natürlich, einen Tag aufs andere. Ich gehe auch davon aus, dass der Herr Babler das natürlich nicht vorschlägt, dass das morgen eingeführt wird, die 32-Stunden-Woche. Da gibt es viele Verhandlungen, Kollektivvertragsverhandlungen. Und das kann ich mir gut vorstellen, es wäre auf jeden Fall die Forderung vom Wandel, dass man das schrittweise macht, aber natürlich muss die Arbeitszeit reduziert werden, vor allem für Menschen, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten und ja, das ist ein harter Beruf dort und man muss dort Anreize schaffen, finanzielle, aber auch die Arbeitsbedingungen von den Leuten verbessern, weil die Leute rennen uns davon dort. Ja. Und wir haben immer mehr Leute, die Pflege brauchen. Und es ist ja auch nicht so, dass die Leute in ihrer Freizeit dann alle sofort in die Hängematte legen oder legen können. So viele Leute müssen in ihrer Freizeit arbeiten, natürlich in der Hausarbeit, in der Kindererziehung, in der Pflege. Und das machen natürlich vor allem halt noch immer Frauen bei uns, was übrigens ein bisschen komisch ist, dass wir überhaupt keine Frau hier in der Diskussion haben. Aber Menschen arbeiten in der Freizeit sehr, sehr viel. Die ganze ehrenamtliche Arbeit in Österreich sind Millionen Arbeitsstunden, ohne die unser ganzes System sowieso sofort zusammenbrechen würde. Feuerwehren, Rotes Kreuz, das basiert auf Arbeit, Menschen unentgeltlich machen für die Gesellschaft. Ich wollte eine Frage stellen, das passt ganz gut dazu. Oh, jetzt wird schon handgreifen. Eine kurze Frage und dann gehen wir in die Pause. Bitte. Also meine Frage ist, weil wir Lehrer angesprochen haben. Die Lehrer haben ja an sich ein ganz gutes Arbeitszeitmodell. Ich will das nicht diskutieren, sondern die haben relativ viel Urlaub, die haben auch relativ wenig Stunden. Und ich war jetzt in ein paar Schulen, berufsbedingt und familienbedingt, und muss sagen, die Schulen, die haben sich auch nicht wesentlich verändert, im Gegenteil, die sahen irgendwie besser aus. Also die Arbeitsbedingungen der Lehrer in so einem Klassenzimmer, wenn sie sich verändert haben, dann würde ich sagen, schauen die Schulen besser aus als in meiner Schulzeit. Und Schüler sind Schüler, die haben sich gesellschaftlich verändert, aber die Lehrer haben sich auch verändert, muss ich sagen, bei der letzten Maturafeier haben die auch anders ausgeschaut als meine Lehrer. Jetzt frage ich Sie in der Runde, wenn es um Freizeit geht, Urlaub geht, überschaubare Arbeitszeiten, müssten ja alle Lehrer sein. Es gibt aber keine Lehrer. Nicht einmal der Lehrberuf findet Lehrer, und zu sagen, die Arbeitsbedingungen sind schlecht, deswegen gibt es keine, muss ich sagen. Welche Arbeitsbedingungen sagen, kann man sich ja eh, haben sich bei den Lehrern
geändert in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren? Sagen Sie mal. Gewaltig viel. Also die Lehrerin früher vor allem mit Pragmatisierungen, das war ganz eine andere Arbeitswelt, also von der Bezahlung her. Das war eine andere Welt als jetzt. Darüber sprechen wir dann gleich weiter nach einer kurzen Pause. Wir müssen uns leider vom Herrn Mahold und vom Herrn Krenn verabschieden. Die leider müssen nämlich ja schon wieder ihre Wege gehen. Danke, dass Sie mit dabei waren. Bei uns geht es aber weiter. Und das auch mit großem Tempo. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie. So schnell vergeht die Zeit, wenn es gut ist. Das große Bürgerforum auf OI24TV. Bürgerinnen und Bürger diskutieren über die größten Aufregerthemen. Vermögensteuer und 32-Stunden-Woche. Brauchen wir mehr linke Politik? Jetzt. Das große Bürgerforum auf OI24TV. Durch die Sendung führt Denise Eichelburg. Willkommen zurück bei einer etwas verkleinerten Runde. Zeitbedingt haben uns zwei Diskussionsteilnehmer verlassen, aber wirklich nur zeitbedingt. Wir sind froh, dass Sie mit dabei waren. Wir konzentrieren uns aber jetzt auf das letzte angesprochene Thema. Nämlich, wir haben vom Herrn Querfeld gehört, und das ist wirklich eine interessante Beobachtung. Es gibt Berufe, die haben viel Freizeit, die haben viel Urlaub. Trotzdem kriegt man kaum noch Personal, wie zum Beispiel bei den Lehrern. Und da wollten Sie jetzt was drauf sagen. Genau. Es gab letzten Donnerstag eine große Demo. Schule brennt. Wer es googeln will, Bildung brennt, wirklich aus allen Schichten, Volksschule bis prekarisiertes Unipersonal, die irgendwie sagen, so geht es irgendwie nicht weiter. Und ich habe eine Website, da kann man ganz viele Berichte lesen, wie es so ist. Ich lese mal einen vor. Ich unterrichte in einer kleinen VHS, in kleiner Volksschule in Niederösterreich. Bei uns darf niemand krank sein, denn es gibt keine Vertretung. Entweder wir kommen krank in die Schule oder die Kollegin unterrichtet beide Klassen zusammen, beide Türen offen. Es kam auch schon vor, dass vom Schulwart suppliert werden musste. Neulich trat zum Beispiel folgende Situation ein. Meine Kollegin war krank, ich war mit 40 Kindern komplett allein im Schulhaus. Keine Vertretungskraft, niemand, der mir hilft. Und da gibt es Dutzende von solchen Berichten. Und der Punkt ist halt ganz einfach. Wie Karl Marx gesagt hat, die Klassengegensätze sind unvereinbar. Je mehr die Krise vom Kapitalismus zunimmt, umso mehr müssen irgendwie Großkonzerne hart zupacken, mehr Profit machen, um am Weltmarkt zu überleben. Entschuldigung, lassen Sie mich ausreden. Und daraus ergibt sich halt diese Situation, dass man sich als Unternehmer denkt so, na warum wollen die jetzt auf einmal bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne? Ich muss ja eh ordentlich Profit machen. So. Und die Leute auf der anderen Seite sagen, so geht es nicht mehr weiter. Und das zeigt einfach nur, dass der Kapitalismus am Ende ist. Und diese Schule brennt, Leute machen es genau richtig. Nicht individualisiert kämpfen, wie der Herr Mara vorher gesagt hat, sondern alle gemeinsam so. Alle gemeinsam. Sie haben sogar gesagt, es wäre gut, wenn es nicht nur eine Demo wäre, wenn auch das Pflegepersonal dabei wäre, wenn es ein echter Streik wäre, ja, weil wir halten die Gesellschaft ganz, am Laufen. Ganz brutal. Sie reden von Unternehmern. Die Schule sind keine Unternehmer, sind staatlich Angestellte. Sorry, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das wird finanziert. Das Einzige, was ich dazu, ich möchte schon eines sagen. Ja. Wenn wir haben jetzt eine Anzahl von Arbeitskräften, ja, und ich sage, jeder arbeitet weniger, dann wird sich der Stress bei allen noch beschleunigen, wenn man am Ende entweder die Arbeit nicht mehr machen kann und sagt, okay, ich unterrichte nur mehr die Kinder nicht mehr 30 Stunden Woche, 20 Stunden Woche, was auch immer, oder schlicht und einfach, es gibt Arbeitsüberlastung in gewissen Branchen. Das kann nicht funktionieren. Oder ich muss massive Zuwanderung haben, um die Arbeitskräfte zu bekommen. Also ist jetzt nicht ganz mein Thema, aber ich weiß, dass der Stadtschulrat Wien und wahrscheinlich alle anderen Landesstellen ja Lehrer aufnehmen würden. Ist ja nicht so, dass die sagen, es ist ein Aufnahmestopp, wir nutzen die jetzt aus. Auch im Pflegepersonal ist es so, die suchen ja Menschen, die es nicht mehr am Arbeitsmarkt gibt. Das ist gut. Jetzt ist es interessant, wo du sagst, ich will das ja nicht werten. Ja? Das ist sogar ein Bereich, wo es mehr Freizeit gibt. Das ist eben strukturbedingt. Ich will es auch niemandem vorwerfen, also mich nicht falsch zu verstehen. Jetzt findet man keine Lehrer, obwohl vieles von den Forderungen 32 Stunden und noch mehr Freizeit eigentlich gegeben ist und die Bezahlung an den Schulen jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht ist. Dass der Missstand dann heraus resultiert, und das ist ja eigentlich, müsste man sagen, naja, wir finden keine Lehrer, und der Missstand ist nämlich das, nicht, dass ich zu viel arbeite, quasi wegen der Stunden, nicht, dass ich zu wenig bezahlt kriege, sondern ich kann die Verantwortung der Klasse nicht mehr übernehmen. Ich bin überfordert im Sinn von, weil zu wenig Leute da sind. Aber die Schultore für Aufnahme von Personal ist jetzt da. Und jetzt haben wir keine Lehrer, wir haben keine Straßenbahnfahrer, wir haben keine Busfahrer, wir haben keine LKW-Fahrer. Keine Ärzte. Wir haben keine Ärzte, wir haben keine Kellner, das alles mit. Weil, warum? Weil viele jetzt als Babyboomer in die Pension gehen. Zu wenig Nachwuchs produziert worden ist in den Boomerjahren, das kann man auch noch jemand vorwerfen. Ja? Und jetzt ist die große Frage, wer wird das tun? Und jetzt diskutieren wir darüber und sagen, naja, wenn ich mit der gleichen Produktivität, da bin ich ja bei Ihnen, 32 Stunden arbeiten kann, wo ich früher 40 gebraucht habe, dann macht das Sinn.
Beim Schnitzelkopfen macht es wenig Sinn, beim Kuhmelken auch wenig Sinn, auch wenn er Melkmaschinen hat. Aber er braucht die Menschen, er muss 7 Tage da sein, ich muss mit meinen Öffnungszeiten da sein. Ich kann nicht sagen, wissen Sie, jetzt ist die halbe Mannschaft weg und jetzt warten Sie unglaublicherweise 12 Minuten auf einen Kellner. Da werden Sie sagen, na, um das Geld warte ich auf keinen Kellner, der muss sofort da sein. Und ich muss sagen, na, wissen Sie, wir haben den auf 32 Stunden. Ja. Das geht nicht. Und jetzt komme ich zurück und sage, das Problem, das Sie beschrieben haben, ist ja spannend. Es gibt keine Arbeitskräfte, deswegen sind die Lehrer überfordert. Punkt. Obwohl dieses Berufsbild eigentlich, aus meiner Sicht, neben all den Schwierigkeiten, die haben, sehr interessant wäre. Eigentlich prädestiniert wäre, dass es Arbeitskräfte gibt. Warum ist denn das so? Was glauben Sie, was der Grund dafür ist? Weil wir haben es ja irgendwie gehört, haben wir wirklich zu wenig, einfach in der Generation zu wenig Nachwuchs, der hier qualifiziert ist für diese verschiedenen Bereiche? Ganz leichte oder ganz gutes Beispiel, was das irgendwie zeigt, oder? Die Wiener Linien so, die haben irgendwie ein immenses Personalproblem und dort zu arbeiten ist echt die Hölle so. Und warum ist das irgendwie passiert? Weil man es irgendwie über Jahre zusammengespart hat. Und eine Bekannte von mir, die hat bei den Wiener Linien gearbeitet so. Und was war so? Die Leute werden ausgebildet. So, da fließt irgendwie, wie sagt man, gesellschaftliche Ressourcen rein. So, dann fangen die Leute an zu arbeiten. Na, wie ist das? Die müssen um 4 aufstehen, dann fahren sie ihre Straßenbahn bis um 9. Dann haben sie 4 Stunden, 5 Stunden unbezahlte Pause. Dann fahren sie irgendwie noch einmal 4, 5 Stunden. Und das irgendwie mehrmals jeden Tag hintereinander. So, die können nicht einmal gescheit ausschlafen. Nach 3 Jahren sind die irgendwie im Burnout und verlassen das wieder. Das heißt, dieser ganze gesellschaftliche Aufwand der Ausbildung dieser Leute, das Einführen dieser Leute so, der wird einfach verbrannt. Und im Pflegebereich ist es genauso, da ist die Verweildauer unter 10 Jahren, oder? Ich habe eine FH, da werden Leute ausgebildet, die sollten in Wirklichkeit dafür bezahlt werden, dass sie sich das antun so. Dann gehen sie ins Krankenhaus, dann ist es ein Teufelskreis, Kollegen sind überlastet, werden krank, die Dienstpläne können nicht eingehalten werden, ständig muss man einspringen, ständig muss man Überstunden machen und nach maximal 10 Jahren ist man verbrannt und macht dann nichts mehr so. Das ist einfach so eine immense Verschwendung von gesellschaftlicher Arbeitskraft, die einfach stattfindet. So. Und das ist aber ein prinzipielles Problem im Kapitalismus. Weil in einer rationalen Gesellschaft würden wir irgendwie sagen, okay, also zum Beispiel in der Planwirtschaft, was sind irgendwie Bereiche, die wir in der jetzigen Gesellschaft eigentlich nicht so sehr brauchen? So. Passt, okay, vielleicht schauen wir mal, dass die Arbeitsstunden jetzt gescheit reduziert werden, dass uns die Leute nicht ständig ausgebrannt werden. So. Dann haben wir mal eine gute Basis an der Belegschaft so. Und dann kann man ganz leicht und ganz schnell Leute einlernen. Waren Sie schon mal in Venezuela oder in Kuba? Dort das ist keine Planwirtschaft. Das ist eine Planwirtschaft. Das ist soziale Marktwirtschaft, da ist nichts verstaatlicht. Der ganze Gesundheitsbereich in Venezuela ist privat. Aber in Kuba nicht. In Kuba, also wie gesagt, da ist nicht mal das Gesundheitssystem staatlich in also, Venezuela, also Entschuldigung. Dort haben wir eine Planwirtschaft. Es ist und keine Wohlstand, der dort vorhanden ist. Ich meine, der hat sich halt über die letzten 40 Jahre nur gesenkt. Was verstehen Sie? Verteilen wir alle. Nämlich das Nichts, was nicht mehr da ist. Entschuldigung, Venezuela ist keine Planwirtschaft. Ich bin kurz die Frage wirklich zu beantworten. Ich möchte dann auch noch kurz zu Herrn Schenker-Meyer kommen. Aber genau, nur ganz kurz auf die Frage. Also die Arbeitsbedingungen von den Lehrerinnen, die Sie gehabt haben, das waren andere, als die Lehrerinnen heute haben. Jetzt die Einstiegsgehälter sind oft viel zu niedrig für die Leute. Sie kriegen oft nicht die Lehrverpflichtungen in dem vollen Umfang, die sie brauchen, um von dem Job überhaupt zu leben zu können. Eine Freundin von mir zum Beispiel, fertig studiert, Lehrerin, hat in Wien keinen Job in ihren Fächern bekommen, hat dann eine Zuweisung bekommen in Tulln, hat jeden Tag von Wien nach Tulln pendeln müssen. Also Arbeitszeiten sind eine Sache, aber Arbeitsbedingungen sind auch andere Dinge. Menschen, die in der Pflege arbeiten, da geht es nicht darum, dass man nur die Stunden reduzieren muss, was auch auf jeden Fall wichtig ist. Auch nicht nur, dass man die Löhne erhöht, was wichtig ist, aber die Arbeitsbedingungen dort, die müssen jeden Tag schwerste körperliche Arbeit machen. Und das ist auch ein Grund, warum neben Burnout, weil es auch eine immense emotionale Belastung ist, ist eine körperlich wahnsinnig belastende Sache, dass Menschen zum Beispiel mit ihrem Rücken nach ein paar Jahren in dieser Arbeit einfach nicht mehr arbeiten können. Das sind viele Dinge, wo wir ansetzen müssen. Nein, die Arbeitszeitverkürzung alleine ist sicher nicht die Generallösung. Mhm. Es ist eine Wertschätzungsgeschichte in vielen Bereichen auch. Ne? Das hilft noch obendrein neben den anderen Bedingungen auf jeden Fall. Ja, aber kommen wir jetzt vielleicht mal, weil wir haben jetzt immer über Angestellte gesprochen, staatliche Angestellte, kommen wir mal zu den Selbstständigen, zu den Landwirten. Denn es gibt ja diesen berühmten Spruch, wie heißt der? Wie mit dem Essen, ne? Weil ohne Landwirte haben wir dann auch nichts mehr zu essen. Ohne Landwirten habt ihr im Prinzip nichts zum Essen. Genau. Also ich sage immer, wenn ich meine Bühnenauftritte mache, das Wichtigste ist immer, wenn der Bürger oder der Konsument erklären müsste,
oder ganz egal welcher Mensch auf dieser Welt, was ist ihm das Wichtigste auf dieser Welt, ohne dem er absolut nicht leben könnte? Dann kann ich antworten, ich kann es auf Persönlichkeiten beziehen, auf Familie, Bekannte, Verwandte, Geschwister. Und nichts davon würde stimmen, denn ohne Personen oder andere Leute kann ich leben, aber ohne Lebensmittel geht es nicht. Das heißt, insofern sind aus diese 32-Stunden-Debatten absolut kontraproduktiv, wenn man das jetzt beispielsweise einen Landwirten fragt, weil es keine sinnbildliche Verwirklichung für den Landwirten selber gibt. Also die Kuh wird nicht, dementsprechend viele Stunden auf den nächsten Melkgang warten. Das interessiert sie nicht, die wird erkranken, die wird den musst du zum Schlachthaus bringen, weil sie nicht mehr rettbar ist. Das ist genau noch mal zur Fleischproduktion und mehr ist da nicht mehr. Also das ist jetzt nur mehr diese Sache. Vielleicht, aber Herr Schenkermeier, das Hauptproblem ist ja, Sie arbeiten mehr als 40 Stunden und können, wenn Sie jetzt nur allein Landwirt wären, würden Sie davon nicht leben können, nee, oder? Also wie gesagt, 40 Stunden, die haben wir in 2 Tagen gut beieinander. Was man so am Hof zum Arbeiten hat. Ich weiß nur, alleine die letzten 3 bis 4 Tage, die waren richtig extrem. Also alleine auf meinem Hof, und der ist jetzt nicht unbedingt der größte, beziehungsweise auch nicht der kleinste. Es sind einfach diese Strukturen, die man sich selbst geschaffen hat, beziehungsweise die man unterliegt. Und ein Landwirt hat ja nicht das Problem, dass er nicht weiß, wohin mit seiner Zeit, sondern er hat Anforderungen, die er zu erfüllen hat. Andere befehligen über ihn, andere sagen, was er zu verdienen hat, wie er zu arbeiten hat, was er zu machen hat. Also es gibt für mich keine vergleichbare Berufssparte oder Wirtschaftssparte, wo man im Prinzip sagen könnte, dass das die moderne Sklaverei, die tolerierte moderne Sklaverei immer noch toleriert wird. Und das kann man in die Landwirtschaft dementsprechend übertragen. Weil wenn ich jetzt da dementsprechend lange auf dem Feld arbeite oder meine Produkte dementsprechend generieren kann, dass die Leute billige Produkte oder Güter zum Konsumieren bekommen, dann sollte ich dafür eigentlich dementsprechend entgolten werden, dass wir am Monatsende eigentlich dementsprechend was übrig bleibt. Und ohne Subventionen, ohne Förderungen ginge das nicht. Und wir haben im Prinzip nach dem EU-Beitritt haben wir Ausgleichszahlungen bekommen. Die Ausgleichszahlungen haben wir heute schon ein paar Mal angesprochen, weil es auch in anderen Bereichen Thema ist. Und aus den Ausgleichszahlungen wurden Förderungen. Am Anfang hat man gesagt, du kannst nicht zu einer Ausgleichszahlung Förderung sagen. Nachher war vorher der Förderung Programm. Und mit der Förderung ist die Abhängigkeit gekommen. Und Abhängigkeit ist für ein System der absolut wichtigste Faktor, weil dann spuren die Leute. Und wenn jemand spurt, dann ist der handelbar, dann macht er das, was er will. Und ich kann mit ihm dort lassen, wann ich will, wie ich es will. Und vor allem, ich kann ihm anpassen. Und ich bin bestimmt nicht der Typ Mensch, der sich alles gefallen lässt, schon gar nicht dann, wenn man 17 Stunden ohnehin schon arbeitet und dann debattieren sollte über einen 32-Stunden-Job. Das funktioniert ja so. Also wenn Sie dem Herrn Babler so zuhören, können Sie dem also nichts abgewinnen. Nein. Aber weil wir jetzt auch vom Herrn Babler das Thema Vermögensteuer immer wieder gehört haben, und das wollte ich jetzt auch noch mal ansprechen, weil es natürlich auch für Sie als Landwirt ein Thema sein kann, wenn Sie Grund erben. Ja. Was bedeutet denn das? Weil da gibt es ja eine gewisse Schwelle. Ich habe zuletzt gehört, 1 Million. Aber wie schaut es dann, wie würde das dann aussehen? Also grundsätzlich, Gott sei Dank, 2008, glaube ich, diese ganzen Erbschaftssteuergeschichten sind ja alle gefallen. Prinzipiell wäre mal die richtige Frage, ab wann ist man vermögend oder ab wann beginnt die Besteuerung eines Vermögens. Und wenn ich die österreichische Bevölkerung dementsprechend hernehme, dann gibt es eine Gruppierung. Die 89 bis 90% sind im Prinzip vermögend bis 80.000 Euro, nicht höher. Dann gibt es ein weitere 10%, die im Prinzip bei 500.000 im Schnitt liegen. Das sind die ein Eigenheim besitzen, die noch die Fahrzeuge haben, die dementsprechend in ihr Eigenheim investiert haben, die vielleicht weniger Schulden haben, wo sich dies dementsprechend auf 500.000 Euro. Aber das ist ja eben am Land auch oft so, ja? Dass jemand zum Beispiel mehr Grundstücke hat, mehr Häuser hat. Ist oft natürlich auch Pachtgrund, das kann man da nicht werten. Ja. Es ist im Prinzip beim Landwirten ist es so, wenn man jetzt die Bauernhäuser betrachtet, die sind ja nicht klein. Ich weiß nicht, was Sie jetzt der Versicherung für Ihr Haus bezahlen. Bei uns sind das knapp 5.000 Euro im Jahr und das ist jetzt natürlich nicht wenig. Also 5.000, das ist schon Schmuck. Das musst du erst einmal verdienen und das musst du übrig bleiben. Und das ist natürlich nur mehr für das Gebäude. Also da kommen noch die separatierten Geschichten dazu. Also meistens ist ja dann, wenn was passiert, dann sagt man, tut mir leid, du warst nicht versichert. Das haben wir schon oft genug gehabt und ich glaube, kennt ja jeder zu gut. Und wenn wir da jetzt anfangen beim Landwirten, fängt das Vermögen oder beziehungsweise wenn man schon vom Vermögen spricht, dann muss man das differenzieren. Und wenn man da jetzt davon Haus und Hof spricht, vom Anlagegut,
tut. Alleine ein KMU-Betrieb braucht Anlagegüter von Maschinen, Werkzeuge und andere Geschichten. Das bist jenseits von 500.000, dann muss man nur Anlagegüter da haben musst. Und wenn man dann das Haus und Hof im Prinzip nochmal hernimmt, dann haben wir die weiteren zwischen 1 und 2,5 Millionen zusammen, je nachdem wie groß der Hof ist. Da kommen eigentlich auch schon große Summen so viele Summen zusammen, dass man das im Prinzip runterbrechen kann, dass man sagt, ja, da braucht es jetzt erst einmal eine wirkliche Übergrenze, also 1 Million gilt da überhaupt nicht, weil was haben jetzt dann, wie soll jetzt meine Landsleute in der Landwirtschaft davon, wenn sie alles und jede Stunde, was sie frei gehabt haben, in die eigene Wirtschaft investiert haben, eigenen Hof investiert haben, damit sie die eigene Bevölkerung ernähren können und gleichzeitig ihn zur Kasse bitten und andere, die jetzt, ich sage jetzt mal, nur ihren Job ausüben, nach ihren Stunden heimgehen, ihren Trott, ihren Tagesablauf dementsprechend gestalten können und ihre Anlagen oder ihre Erspartes in einen Urlaub tragen, wo sie in andere Länder tragen, dann kann ich nicht sagen, ihr seid braver, ihr tragt das woanders hin, euch besteuert ihr, weil ihr seid böse, ihr habt es in Eigenheim investiert, ihr habt das eigene Land aufgewertet, ihr schaut, dass wir die eigene Bevölkerung ernähren können. Gut. Also das ist ja so eine Sache, da geht es nicht. Lassen wir mal den Herrn Müller kurz darauf replizieren. Der ist schon ganz kurz. Ja. Natürlich gibt es in der Lebensmittelproduktion viele Probleme, aber wenn man 100 Stunden die Woche arbeitet und kann nur immer vom Beruf, von den Produzierten nicht leben, dann hat es vielleicht auch was mit dem Unternehmen. Prinzipiell bei der Vermögensteuer, wir reden hier momentan von einem Modell von 1 Million Euro Freibetrag. Das trifft nur die reichsten 5% der Haushalte. 95% betrifft das überhaupt gar nicht. Das reichste 5% der Haushalte wird bei dem aktuellen Vorschlag 1% über 1 Million Euro 740 Euro im Jahr bezahlen. Das ist vollkommen lächerlich. Die nächsten Prozentteile der Bevölkerung, und das geht relativ langsam nach oben, das 99 reichste Prozent der Bevölkerung besitzt 2 Millionen Euro. Selbst für die ist das ein kleiner Betrag von 10.000 Euro im Jahr. Diese Vermögensteuer, die zielt rein auf die über- und superreichen Menschen ab. Und die sind auch das enorme Problem in unserer Gesellschaft, die es über die letzten Jahre, die haben uns enteignet. Die haben sich Anteile von unserem erarbeiteten Mehrwert genommen, der ihnen nie gestanden hat, denen ihre Parteien und ihre Politiker legalisiert haben. Er ist rechtens, aber moralisch war er nie rechtens. Das Beste wäre natürlich, wenn wir keine Vermögensteuer hätten. Wenn wir eine anständige Primärverteilung haben, wo jeder seinen fairen Anteil bekommt und natürlich auch die Bauern und Bäuerinnen für die Grundlage unserer Gesellschaft oder eine der Grundlagen unserer Gesellschaft nicht Subventionen davon brauchen, sondern gut leben können von den Dingen, die sie produzieren. Aber was wir wirklich verändern müssen, ist, dass eben nicht einige wenige die Profite aus unserer aller Arbeit bekommen, weil dann brauchen wir auch nicht einen Staat, der im Nachhinein das umverteilt, was er vorher zugelassen hat, dass der Markt falsch verteilt. Ganz kurz, vielleicht darf ich da noch mal kurz Sozialismus sagen. Also ich bin schon ein bisschen anrand mit, ich titte schon vor lauter. Gut, dann lassen wir Sie auch noch kurz, Sie haben heute nicht glaub, so viel gesagt. Sie haben in der Landwirtschaft das Prinzip nicht ganz verstanden, wenn Sie jetzt gerade gesagt haben, wenn Sie 100 oder mehr Stunden arbeiten in der Woche und es geht sich nicht mehr aus, dann würde ich an der Betriebsstruktur ein bisschen zweifeln. Oder Sie im Bild jetzt davon. Ich glaube, Sie haben die Struktur nicht ganz verstanden. Wenn Sie um 6 Uhr in der Früh aufstehen müssen, beziehungsweise um 6 Uhr schon im Stall sein müssen, wenn Sie Mutterkuhhaltung haben und die Tiere dementsprechend verpflegen müssen. Und um 6 Uhr am Abend dasselbe nochmal und natürlich die Vorarbeiten für den nächsten Tag. Dann hat das absolut nichts damit zu tun, wie groß oder wie breit die Strukturen aufgestellt sind. Das hat mit einem überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Tiere, wenn man Tiere hat, dann haben die Rundumbetreuung. Das ist in jedem Zoo so und das ist überall anders. Und dort gibt es Personal. In der Landwirtschaft ist es geregelt, je nach Größe, nach Einkunft, bis zu einem Ein-Mann-, Zwei-Mann-, Mehr-Mann-Betrieb. Und das ist natürlich eine dementsprechende Sache, wo ich sage, da geht sie wieder überhaupt nicht mit ihrer Antwort. Also die 100 Stunden, die sind schon dementsprechend legitimiert, sobald du einen Hof hast. Da kommt es nur darauf an, was machst du. Wenn du einen reinen Forstbetrieb hast, ist das absolut legitim, dass sie das jetzt sagen. Wenn sie aber mit Tieren oder im Ackerbau reden, das muss man dementsprechend strukturieren. Das genau, und ich habe auch sehr viele Freundinnen gehabt, auch jeden Sommer zu den Freunden hin und arbeite mit. Also ich kenne mich natürlich nicht so aus wie Sie in dem Bereich, aber ich weiß schon auch ein bisschen was, weil eben vorher die 40 Stunden, die hast du in 2 Wochen oder haben Sie in 2 Wochen gearbeitet. Also ja, mag sicher mal eine starke Zeit geben, haben aber andere Leute auch. Ist nicht so, dass die Angestellten nicht bei Ihnen nicht hart arbeiten. Definitiv bei Ihnen. Aber jetzt noch eine kurze Frage. Wieso haben Sie kein Burnout und dann wird dauernd vom Burnout geredet, bei Leuten, die 35 ganz einfach. 33 Stunden arbeiten? Ja, ich habe keine Zeit für einen Burnout, ganz einfach. Genau, richtig. Also wenn ich mir den ganzen Tag Zeit nehme, darüber nachzudenken, wie schlecht es mir nicht eigentlich geht, dann gehe ich am Ende des Tages ins Bett und ich stehe nächsten Tag in der Früh nicht mehr auf.
Ganz einfach. Und darum war auch dieser Vergleich jetzt, was Sie gebracht haben, eben mit den Lehrern. Aber natürlich haben Sie recht gehabt damit. Das kann man nicht einen Bausch und Bogen sagen, da muss ich nicht dementsprechend recht geben. Aber das geht sie absolut nicht. Also die Leute sind so im Wohlstandsfieber, so im Wohlstandsfieber. Und vor allem, das, weil es eben, da muss ich jetzt nur mal den Herrn Babler ansprechen, das in den Raum geworfen hat mit diesen 32 Stunden, das ist eine reine Fängerei, wo man die Jugend veranlasst, wieder in die SPÖ zurückzukehren. Wenn Sie wirklich, also ich lege es Ihnen nahe, schauen Sie sich andere Betriebe an, wie die Leute dort sich zu Tode rackern und die jammern nicht am Millimeter. Im Gegenteil, sie versuchen aufmerksam zu machen und wenn jetzt dann beispielsweise einen Landwirt fragst, wieso sagst du nichts, sagt er ganz einfach, wann hätte ich denn Zeit, ich muss das machen um die Zeit, ich muss das machen um die Zeit und zwischen dem und dem muss ich schlafen gehen. So, und irgendwann läuft der Wecker und was mache ich in der Zwischenzeit? In der Zwischenzeit habe ich das und das zu tun. Gut, wenn ich Sie frage, was haben Sie in der Zwischenzeit zu tun? Kaffee trinken, auf einen Cocktail gehen, vielleicht ein bisschen schreiben, SMS schreiben. Den letzten Herbst gab es irgendwie die meisten Streiktage in Österreich seit Jahrzehnten. Es gab einen extrem großen Bahnerstreik, es gab Warnstreiks in den Ordensspitälern und es waren wirklich gute Streiks. So der Druck, so die Gewerkschaftsführung hat keinen Bock auf diese Streiks gemacht, die hat man den Hintern heiß gemacht. So. Glauben Sie, dass all diese Leute sich das nur einbilden, dass der Arbeitsdruck gestiegen ist? So, und dass das nicht so weitergeht. Aber ich glaube, man muss ein bisschen weiter ausholen, weil schauen Sie, zum Beispiel Herr Quandt, oder? Nee, Herr Quandt, sorry. Querfeld, Entschuldigung. So, Sie stehen halt in Wirklichkeit, wenn Sie halt zwischen den Fronten ein bisschen zermalmen. So, es gibt irgendwie 4 Großkonzerne, die 90% des Getreidehandels kontrollieren so, und die irgendwie Rekordprofite, wie seit Jahrzehnten in den letzten 1-2 Jahren nicht mehr gemacht haben. So. Und dann haben wir die Gastronomen zum Beispiel, die sagen, so kann das nicht weitergehen. So, ich kann nicht mit den Preisen runtergehen, ich kann nicht mehr den Leuten zahlen, so, weil die Einkaufskosten werden so hoch und so weiter und so fort. Das ist ein generelles Problem einfach vom Kapitalismus, dass wir halt hier verarscht werden. So. Und die Frage ist halt, was kann man dagegen machen? Was man halt dagegen machen kann, ist, dass die Arbeiterklasse, die alles am Laufen hält, sei es irgendwie die Tanker und die großen Schiffe, die für diese Konzerne das Getreide hin und her fahren, seien es die Supermarktangestellten, die den Preis jeden Morgen neu anschreiben, so, die halten die Gesellschaft am Laufen. Und wenn die kollektiv zusammenarbeiten, dann kann man solche sinnlosen Profitspielereien einfach ausheben. Ja, aber noch einmal, Sie leben noch in einer total verrückten oder Traumwelt, ja? Sowohl was die Arbeit betrifft, als auch 16 Days of Action, wo das Ganze auch streikt war. Sorry. Sie leben in einer absoluten Traumwelt, weil die Konzerne, von denen Sie sprechen, die sitzen nicht in Österreich. Ja, die haben mit Vermögensbesteuerung nichts zu tun. Die lachen über das. Ja, ich ja, auch. Aber was hat das mit Österreich zu tun? Man soll auch keine Geschäfte hier machen. Fertig. Schau mal, er macht keine Geschäfte. Der macht sie aus Dublin oder aus Jersey oder aus den Cayman Islands. Aber was aber das macht alles, in Österreich, wenn er hier keine Steuern zahlt, soll er. Wer macht denn die Geschäfte direkt? Sorry. Ganz kurz. Darf ich jetzt kurz mal? Ja. Was sollen wir Ihrer Meinung nach machen? Die Leute, die von all dem getroffen werden, sind die Leute, die noch fleißig sind, die was arbeiten und die was machen. Die normalen Arbeiter, die Unternehmer, die Selbstständigen, die Gewerbetreibenden, die Großkonzerne, die winken höflich und die zahlen wirklich kaum Steuern. Wer ist denn jetzt schuld daran? Also die Regierung dann ganz offensichtlich. Die Gesetzeslage. Der Punkt ist was anderes. Man kann nichts machen. Das internationale Steuerrecht, dass derartig komplex ist, ja, und das eben dazu führt, dass viele Konzerne eben einfach kaum Steuern bezahlen, aber da kann Österreich also das heißt, gar nichts dagegen machen. Ja, das heißt, dann würden Sie in dem Punkt dem Herrn Müller ja recht geben, dass diese großen Konzerne mehr besteuert gehören. Ja, aber es kann Österreich nichts dagegen tun. Ja. Das ist weltfremd. Ja? Ich kann vielleicht nach Dublin fahren und sagen, liebe Iren, besteuert euer Unternehmen mehr, und die werden ja sagen, fuck you. Weil selbst als Beispiel, ja, Apple. Die wollten das Steuergeld von Apple nicht. Die EU hat gesagt, Apple muss Steuern zahlen. Irland hat gesagt, wir wollen euer Steuergeld nicht. Was sollen wir denn mit Ihnen machen? Es ist schön, dass Sie auch die gleiche Analyse haben, dass Sie das Problem erkennen. Sie haben offensichtlich keine Lösung. Aber es gibt ja Lösungen, die sich bewahren. Ja, aber die Lösung wie Sie gezeigt haben, in vielen Ländern. Sie zerstören das Unternehmertum hier. Und Österreich die lokalen Leute sich nicht wehren können. Österreich ist Teil der EU und da gibt es auch ein Einstimmigkeitsprinzip. Und da ist Österreich gar nicht so unmachtvoll. Es muss einfach vollkommen klar sein, dort, wo man seine Wertschöpfung erwirtschaftet, genauso wie Sie mit Ihrem Gasthaus und Sie halt eben mit Ihrem Bauernhof, Sie zahlen Steuern in Österreich. Wenn das Großunternehmen Konzerne nicht machen, dann müssen wir ihnen auch untersagen, hier halt eben tätig zu sein. Und wie es so weit kommen hat können, ist ja auch vollkommen klar, diese Konzerne, das sind ja keine anonymen Konstrukte, die gehören ja Menschen.
Es gibt eine reiche herrschende Klasse, die in diese Unternehmen gehören, die genau das Wollen haben, dass das passiert, dass sie und ihre Konzerne keine Steuern zahlen. Und dafür haben sie Parteien und Politikerinnen in all den Parlamenten. Auch in Österreich, die Vertreterinnen von diesen Leuten sind zum Beispiel die ÖVP oder die NEOS. Auch diese Behauptung ist falsch, weil viele der Konzerne gehören durchaus der Pensionskasse und Ähnliches, die dann wieder die Pensionen der Beamten oder anderer Leute verwalten. Das ist ein kleiner Teil davon, aber wir jetzt darüber diskutieren, dass die größten und reichsten Unternehmen der Welt super reiche und überreiche Menschen können. Das wollen Sie doch nicht abstreiten, oder? Ein Teil davon, aber sorry, auch Amazon oder andere Konzerne haben, sagen wir so. Genau, Amazon ist ein Gemeinwohlunternehmen. Nein, das nicht, aber sie haben auch Pensionskassen als Eigentümer und die haben teilweise substanzielle Anteile. Genau, und die haben das zu sagen bei Amazon. Vielleicht, ich würde noch gern, Ich komme jetzt zurück und sage jetzt in der realen Welt. Also wir haben unsere Unternehmensgruppe hat 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Manche kommen gern zum Arbeiten und gehen gern nach Hause, wollen keine Verantwortung übernehmen. Manche wollen sich mehr engagieren im Unternehmen und werden auch wirtschaftlich, jetzt nicht anteilig, aber mit höheren Löhnen daran beteiligt. Ja? Manche wollen kürzer arbeiten und suchen sich das aus. Ja? Zu sagen, wie schichten wir das auseinander und alle sollen mit an den Kuchen arbeiten, ist schwierig, weil das Problem, das Thema ist, in der Volksschule gibt es Fußballpickerl für Hefte zum Hineinkleben und gescheite Volksschulkinder wissen, dass der eine Spieler, den ich da habe, den ein anderer braucht, vielleicht vier andere Pickerl vom anderen sind. Das nennt man Geschäft. Genau. Und das weiß das Volksschulkind. Und je cleverer ist, desto früher ist das Album vollgeklebt und vielleicht kann er noch gegen Eintausch von ein paar Euro sie nur ein Taschengeld verdienen. Und das macht das Kind. Das nennt man Wirtschaft. Man kann natürlich sagen, alle Kinder bekommen die Bananenpickerl und es tut sich nichts. Aber dieser Sammeltrieb und Tauschtrieb, wie auch immer, das tun schon Kinder. Einer hat ein gutes Wurstbrot und tauscht es gegen zwei gute Käsebrote ein, weil er es lieber hat. Ich kenne das, ich habe Kinder gehabt. Aber mit Ihrer Mitarbeiterin reden Sie hoffentlich nicht. Nein, aber es ist so eine Geschichte, weil das ist Wirtschaft. Das ist Wirtschaften in der Basis. Das ist nicht die Realität. Es ist die Realität, weil ich weiß das von den Bananenpickerln, ich habe Kinder. Ich weiß das von den Wurstbroten, weil ich habe Kinder. Aber Sie wollen ja damit sagen, es gibt Menschen, die haben ein wirtschaftliches Verständnis. Verständnis und wollen mehr tun. Und es gibt andere, die tun weniger. Nein, nicht weniger. Und ich sage, faul. Nein, gar nicht faul. Nein, es gibt Menschen, das habe ich in meinem Unternehmen und ich habe das eine Zeit lang nicht verstanden. Es gibt jemanden, der sagt, Herr Querfeld, ich möchte nicht besondere Aufgaben bekommen, also verantwortungsvolle Aufgaben. Ich komme gerne her, ich arbeite hier leidenschaftlich gerne. Aber verstehen Sie, dass ich nicht eine besondere Verantwortung haben möchte? Ich komme her und gehe nach Hause und was nach diesen 8 Stunden ist, ich möchte nicht über diese Firma nachdenken. Und ich sage, ohne die hätten es keinen Betrieb. Alles wunderbar. Und ich habe lange gebraucht, das zu verstehen, weil mein Unternehmertum sagt, wenn mir jemand sagt, ich habe eine Sonderaufgabe für dich, zeige ich auf und sage, super Sonderaufgabe, ich übernehme das schon. Ich bin anders strukturiert. Jemand anderes sagt, ich arbeite gern, bin mit meinem Lohn zufrieden, aber ich möchte, nachdem ich hinausgegangen bin, nichts tun. So. Und diese Menschengruppen treffen sich. Und der eine ist eine Art erfolgreicher, der andere sagt, ich bin mit dem auch zufrieden. Nur am Arbeitsmarkt, und das ist so in der freien Wirtschaft, und da reden nicht von Großkonzernen, die mehr Verantwortung übernehmen und sich am Weg nach Hause in der Straßenbahn überlegen, wie morgen der Tag ist, werden mehr entlohnt als die nach Hause fahren und sagen, mir ist das alles gleich. Alle gleich wichtig für ein Unternehmen. Ein Unternehmen braucht verschiedene Gruppen, Da kann man es eh nicht aus. Ja, und das aber jetzt kommt die Geschichte mit, dass man dann auf alle das verteilt und alle beteiligt sind und alle im großen Wohlstand leben, die sich engagieren, die sich nicht engagieren. Das ist jetzt weltfremd, weil das findet, und da komme ich wieder, das findet nicht mehr in der Volksschule mit Bananenpickern statt. Ich kurz antworten? Ja. Also ich meine, so dieses Wurstbeispiel, wo der eine da was produziert und der andere da und dann tauscht man so, das ist nicht die Realität. Der Großteil der Bevölkerung, Wurstsemmel gegen zwei Käsesemmel in der Grundschule. Der Großteil der Leute ist lohnabhängig. So. Jemand, der irgendwo im Fließband ein Auto zusammenschraubt, so, der nimmt dann nicht das Auto mit nach Hause und tauscht es irgendwo gegen eine Wurstsemmel ein. So. Nein, aber das Volksschulkind ist auch nicht so, dass das Großkonzerne aus der Wurstsemmel zwei Käsesemmel zu machen. Ich meine, schauen Sie sich die Pharmaindustrie an, rund um die Corona-Impfung. So.
Pfizer kriegt da irgendwie das Patent zugespielt von einem staatlich erforschten, staatlich finanzierten Unternehmen so. Dann bekommt es Milliardenförderung, das überhaupt beginnen zu produzieren. Und dann kauft man das auch noch zusätzlich mit staatlichen Geldern zurück. Alles irgendwie finanziert von der arbeitenden Bevölkerung. Und Sie haben einen guten Punkt, weil Sie sagen so, wer will Verantwortung im Betrieb übernehmen? So? Keiner zurzeit. Weil für was? Damit ich mich reinhackle und 3 Jahre später einfach von heute auf morgen auf die Straße gesetzt wird. Aber der springende Punkt ist, die Krise zwingt die Leute kollektiv zu handeln. Also wenn man zum Beispiel im Sozialbereich in Österreich streiken will, so in Wien, da kann man nicht einfach alles stehen und liegen lassen, sondern muss man irgendwie sich hinsetzen mit seiner Abteilung, mit seinen Kollegen und muss sagen, okay, bei dem betreuten Wohnen, so, wie machen wir da irgendwie einen Notdienst? Wie sorgen wir irgendwie dafür, dass wir die Eltern nicht alleine lassen oder die Angehörigen, wenn wir heute irgendwie nicht pflegen? So. Da werden die Leute gezwungen, sich solche Gedanken zu machen. Ein Beispiel aus Frankreich, große Streiks gegen Pensionsreform, da haben die Stromarbeiter in Südfrankreich einfach begonnen, Strom von Villenvierteln abzustellen und von Polizeistationen und für kleine Bäcker, kleine Kaffeebesitzer wieder zu verbilligten Konditionen. Sie werden gezwungen, sich diese Frage zu stellen, wer am Ruder ist in der Gesellschaft. Aber jetzt noch mal eine Frage. Sie reden dauernd nur von Streik und negativen Dingen. Wieso schreiben wir nicht wieder darum, dass man was aufbaut, dass man die richtigen Anreize für den Sozialismus aufzubauen. Das ist genau das. Und von all dem, was ich da höre, ist nur, es ist zu schwer, genau. Ich habe Burnout, genau. Ja, wir gehen streiken, ja. Wir blockieren und damit schaffe ich keinen Wohlstand. Damit schaffe ich Armut für alle. Ich wollte Sie eben deshalb auch jetzt noch mal fragen, weil Sie sind der Investor, Sie sind zu viel Geld gekommen und da haben Sie sicher auch viel gearbeitet. Wie war denn das? Ich arbeite noch immer viel. Also 80 Stunden, wie ich an der Wall Street begonnen habe, hat man mich gefragt, wie ich 80 Stunden gearbeitet habe, ob ich einen Teilzeitjob habe oder im Ruhestand bin. Das war die Willkommensgruß an der Wall Street und als Unternehmer arbeitet man so viel. Und wenn man was schaffen will, egal ob als Individuum, als Gemeinschaft, als Staat oder als Region, muss man die Ärmel hochkrempeln. Wenn man allen nochmal sagt, wir haben Burnout, wir sind faul und wir arbeiten nichts, dann werden wir alle verarmen. Und zwar durch die Inflation, die Geldentwertung, weil die Zentralbanken drücken. Und wer glauben Sie, erarbeitet alles, wo Sie vielleicht was investieren? Wer schafft denn diesen Wert? Sie ja offensichtlich nicht, weil Sie tun ja nur Geld herumschieben. Das ist ein Blödsinn. Aber, diese Arbeit, dieser Mehrwert wird ja von jemand geschaffen und jedes Jahr steigt unser BIP. Wir leisten ja diese Dinge. Also ich weiß nicht, was Sie da finden, was wir alle uns leisten. Ich habe das Geld mal verdienen müssen. Ja? Das Geld hat nicht verdient durch nichts tun. Oder ich bin auch nicht die Verlagate, die sich drucken kann. Aber was ist denn das für ein Menschenbild, wo Sie die ganze Zeit so tun, als würden wir alle nichts hackeln? Weil wir sind eines der erfolgreichsten und reichsten Länder der Welt, weil in Österreich und auch in anderen Ländern Leute arbeiten. Ja, weil da angesprochen wurde von Streik. Für Gesellschaft. Sorry, darf ich noch mal kurz? Von Streik, von Burnout, von negativen Dingen. Und man kann, wenn man nichts arbeitet, wenn man immer nur negativ ist, nichts erschaffen. Und man muss die richtigen Ansätze schaffen. Das sehe ich, habe ein Kind, ich habe einen Sohn und das sehe ich genau. Wenn die Mama sagt, du musst, das muss vorgegeben, der macht nichts, der isst nichts, gar nichts. Wenn ich ihm sage, ja, ich gehe ins Restaurant und iss was, dann will er mir sofort wegessen. Das sind die Anreize. Und die müssen wir da schaffen, dass die Anreize für Leistung, für Wohlstand, auch vielleicht für klimatische Veränderungen im positiven Sinne, das heißt, dass mehr, wenn man es mal die Umwelt weniger zerstört wird, das müssen wir schaffen und nicht irgendwo umverteilen und nicht zu sagen, wir gehen jetzt streiken, wir machen Burnout. Und ja, das ist die Wohlstandsverwaltung. Das war also ein schönes Schlusswort von Ihnen, Herr Hörhahn. Lassen wir Ihnen auch ein Schlusswort. Ja, jeder hat ja eine andere Meinung. Herr Müller, ein Schlusswort von Ihnen. Genau, also ich glaube, bei den beiden Themen, das sind einfach Dinge, die wir auch in Österreich schon in der Vergangenheit gemacht haben. Bei der Arbeitszeitverkürzung, so wie in allen anderen Ländern. Wie in den erfolgreichsten Ländern der Welt, wirtschaftlich jetzt mal gemessen, hat es immer Arbeitszeitverkürzung gegeben. Das war zum Wohle von allen und der gesamten Gesellschaft. Bei der Vermögensteuer, also allen Ländern, die Sie wahrscheinlich noch viel, viel interessanter finden, wie Österreich, wenn man es auch wieder rein wirtschaftlich misst, wie die USA zum Beispiel, gibt es Vermögensteuer 5 oder 6 Mal höher als in Österreich. Insofern verstehe ich einfach nicht, dass man immer so faktenbefreiter diskutieren muss, sondern man kann sich ja anschauen, was sind die Tatsachen in unserer Welt und man kann sich auch ein bisschen die Geschichte anschauen und aus der etwas lernen und Dinge, die schon erfolgreich waren, wiederholen und aus anderen, die vielleicht nicht wiederholen oder verbessern. Arbeitszeitverkürzung, Vermögensteuer sind ganz klar Dinge, die sich bewährt haben auf unserer gesamten Welt. Also Sie sagen, diese linke Politik von Babler hat Zukunft, sowas wird realisiert werden. Herr Querfeld, wie sehen Sie das als Schlusswort? Ich glaube, dass man für Wohlstand arbeiten muss. Punkt. Und wenn man nicht arbeitet oder weniger arbeitet, wird sich der Wohlstand nicht vergrößern. Das, glaube ich, ist eine Milchmädchenrechnung. Arbeit muss nicht immer Leid sein. Das ist auch so eine Diskussion. Wir reden immer über Arbeitsleid. Ich arbeite eigentlich gern und Arbeitslose arbeiten auch gerne, muss man sagen, oder würden gerne arbeiten. Man darf sich nicht immer auf den Staat verlassen, sondern muss sich aber selber schaffen können.
Ich glaube, dass die Einkommensteuer, die Besteuerung in den USA eine ganz andere ist. Das ist auch eine kulturell andere Situation. Wenn man in den Grenzsteuersatz von 55% kommt, auch wenn das nicht so viele Österreicher sind, ist die Frage, ob man und dann noch 20% Mehrwertsteuer zahlt, wenn man sich irgendwas kauft, ist die Frage, ob man nachher dann die Vermögensteuer auch noch zahlen will. Irgendwann muss eine Grenze sein. Wir sind ein hochbesteuertes Land. Wir gehören zu den 6 höchstbesteuerten Ländern in Europa. Also wir brauchen nicht nur zusätzlich eine Geschichte und, so wie Sie gesagt haben, diese Vermögensteuergeschichte würde nur einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung treffen, wunderbar, aber in Wirklichkeit ist es eine politische Kampfansage. Die 1-2% der Reichen müssen wir, und da bin ich jetzt auch der Meinung, dieses Prozent, die 2%, um die es vielleicht gehen könnte mit einer Vermögensteuer, und das bin da näher bei Ihnen, als Sie glauben, aber die nehmen ja Geld und sind woanders. Genau. Überbleiben tun die Landwirte oder andere, ja, die sich überlegen müssen, ob der Wald was wert ist oder nicht und ob ich dann so ganz nebenbei, in meinem Leben sind 10.000 Euro, so, die man so irgendwo abdruckt in Cash, weil im Wald kann er es ja nicht abdrucken, der Finanz. Cool. Er muss ja das in Cash hinlegen, 10.000 Euro im Jahr, so nebenbei, für mich ist das viel Geld. Herr Frank, Schlusswort für Sie. Also ich finde das sehr richtig, was Sie sagen. Man soll sich nicht auf die Regierung verlassen und von nichts kommt nichts. Und beim Bildung im Mittelpunkt-Streik gab es einen sehr guten Spruch. Wenn die Regierung einen Tag nicht arbeitet, fällt das niemandem auf. Aber wenn wir einen Tag nicht arbeiten, dann steht die ganze Stadt still. Der Kapitalismus ist in der Krise, er zwingt uns zu kämpfen. Und im Zuge des Kampfes wird sehr schnell klar sein, dass wir eigentlich als Arbeiterklasse die ganze Gesellschaft am Laufen halten und auch beginnen können, demokratisch über den gesamten Reichtum zu bestimmen. Und das ist der Sozialismus. Und Sie, Herr Schenkermeier, Sie haben jetzt das Schlusswort. Also, ja, mal schön runtergelesen, das passt. Also, ja, mein letzter Einwand in dieser ganzen Sache, ich glaube, der wäre noch ein bisschen länger, in dieser Sache ist absolut nicht stützbar. Also, die Forderung in dieser Vermögensgeschichte ist absolut nicht stützbar. Und gerade was für die wichtigen Träger dieses Landes, auch für die Versorgungsketten dieses Landes, wäre es wichtig, eine dementsprechende Überobergrenze zu schaffen zwischen Reich und Überreich. Also praktisch Reich, wo fängt das an? Und ich sage, wenn man bei den Landwirten anfängt, dann kann man sagen, es gibt größere Betriebe, fangen wir bei 6-7 Millionen an. Und ab diesem Punkt kann man gerne eine Vermögenssteuer einrichten, weil ich sage, die darüber, denen tut das nicht weh, wenn die ein paar Tausender verlieren. Aber jemand an Landwirten, wenn du an Landwirten das wegnimmst, dann gebe ich es Ihnen schriftlich, dass denselben Tag die Telefone bei jedem Landwirten heiß laufen und einen Tag später dekorieren sie in Wien die Fassaden der Häuser mit ihren Güllefässern neu. Und ich würde da an der vordersten Front mitfahren, ganz ehrlich. Okay, also eine neue Streikdrohung auch aus der Landwirtschaft. Aber ich danke Ihnen fürs Mitdiskutieren, das war wirklich spannend. Und Ihnen fürs Zusehen. Und wenn Sie mitdiskutieren wollen, melden Sie sich an unter oe24.at/bürgerforum. Dann sind Sie auch bei einer der nächsten Diskussionen mit dabei. Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit und noch einen schönen Abend.